So, da sind wir wieder, FIFA 14 Online-Saisons. Heute mit VfL Wolfsburg. Ja, Wolfsburg. Ich habe Lust auf den VfL Wolfsburg heute. Heute, immer noch am gleichen Abend. Ich hatte gerade noch Lust, eine vierte Folge hintereinander aufzunehmen, weil es gerade ja am Ende so gut lief. Auf geht's. Wer wird das Opfer der Wölfe? Oder werde ich ein Opfer? Wer weiß, wer weiß. Ich hoffe, ich gewinne jetzt und mache den Aufstieg perfekt. Dann hat sich der Mittwochabend noch gelohnt. Vor allem, ich habe dann 4 Folgen, die reichen dann bis Sonntag. Da kann ich übers Wochenende schön aufnehmen. Ja, schön, schön, schön. Ich habe aber mit Absicht vor irgendwelche Fragen kommen jetzt nach 8 Parts immer die Mannschaftsauswahl off-screen gemacht, weil ich finde das langweilig. Ich blende sie ja mal kurz am Anfang ein. Es kommt ja auch drauf an, wie ich spiele. Wen spiele ich? Ach, Lazio. Ich habe mich kurz, weil ich gedacht muss. Nee, ich finde es immer ein bisschen zu viel, wenn man das noch sieht, umstelle und das alles überlege. Ihr wollt ja sowieso nur das Spiel sehen. Schätze ich mal. Ist ja auch interessanter. Das letzte Mal, wo ich mit Wolfsburg gespielt habe, habe ich einen Pokal gewonnen. Beziehungsweise es war ein Pokal halt. Habe ich 4 Spiele in Folge gewonnen in Wolfsburg. War ich sehr stolz auf mich. In diesem Wochenende ist übrigens wieder Pokal. Also bei FIFA. Dieses Wochenende in der Bundesliga, beziehungsweise, wenn die Folge kommt, war das Topspiel Dortmund-Bayern? Weil diese Folge müsste rein theoretisch Sonntag kommen. Ich hoffe, es ist heute Sonntag. Ja, auf jeden Fall mal gucken, wie das Topspiel war. Wie es geendet ist. Ich hoffe, ein Sieg für meine Bayern. Ich hoffe es. Hätte ich in einer Partie früher rübergehen müssen. Mist. Ach, egal. Was macht denn der Torwart da? Was macht denn der Torwart da? Ja! Was war das denn zur Hölle? Ich hab gedacht, der nimmt den Ball auf. Was war das denn? Was war das denn, Leute? Ach, schön mal wieder führen. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong. Schön. Och nein, warum zur Ecke klären, ihr beiden? Du, 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 du. Ich hab den gerade reingehen sehen. Da habe ich nicht realisiert, dass ich den Ball hatte, wie jetzt auch. Jetzt, ich hab. Danke. Guter Schiedsrichter. Oh oh. Gut, dass er den Ball so scheiße gespielt hat. Das wäre eine gute Chance für ihn geworden. Eine sehr gute. So wie die. Warum können denn meine nicht so flanken? Das regt mich immer auf. Bei mir wäre der Ball irgendwo in eine Pampa geflankt worden. Das war kein deutscher Satz. Bei mir wäre der Ball in die deutsche Pampa, ja. Oh Gott, oh Gott. Sprachzentrum setzt aus. Wie ich immer durchkomme. Der hat mich im Abseits gestanden.
Ah. Ich glaube, das könnte eine sehr spannende Partie werden. Oh. Alter! Mann! Ich hab doch das Duell gewonnen eigentlich. Oh. Oh. Das war zu eng. Ach, Olic, mach doch mal schneller. Das sollte der Ball doch rennen. Da sollte der Ball ja nicht lang. Oh. Wieso lässt der den Ball mit der Hacke hochprallen? Folgentitel Stöhnen. Oh Gott. Oh Dost, geh doch dem Ball entgegen und ich lauf verloren los. Mann. Oh, wieso den Ball? Ich wollte ihn noch ganz anders gespielt haben eigentlich. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, vor der Halbzeit noch das 2-2 wäre schön. Ja, sag ich doch, die Partie wird spannend. Das war deutlich abseits. Sehr, sehr deutlich. Das war abseits bei mir gewesen. Halbzeit. Ein schönes Spiel. Ich frage mich immer noch, was der Torhüter beim 1-0 gemacht hat. Sehr, sehr merkwürdig. Komm, drück X. Wenn du mir jetzt versuchst zu beleidigen und eine Nachricht zu schreiben, nützt nichts.
Ist auf, wir können nur Freunde Nachrichten schicken. So. Das sind immer die Angeber, die einfach versuchen, sich durchzutribbeln. Das hasse ich wie die Pest. Genau wie das. Zum Glück wurde es nicht bestraft. Nein, nein, nein. Ich wollte lupfen, aber dann habe ich gesehen, dass da einer ist. Da wusste ich nicht, was ich machen soll. Da habe ich beim Lupfer gelassen, aber der Lupfer ging ja in die Pampa. Ivica Olic. Abseits. Mist. Mist, 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 Mist. Das war scheiße. Ich mir und verlieren direkt wieder. Ja. 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 Da kann ihn mal jemand stoppen. Kann da einfach durchmarschieren. Elfmeter oder Freistoß? Elfmeter oder Freistoß? Ich weiß es nicht. Ich glaube Freistoß. Oh! Ich habe gar nicht drauf geachtet, wer schießt eigentlich. Ich hätte Diego nehmen sollen. Ich glaube, es war nicht Diego. Das war Diego. Das war Oberdorf sehr glücklich. Alter, das war doch auch ein Foul, oder?
Oh. 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 Ja. Die Folge ist sehr voller Stöhnen. Das sollte ich definitiv in den Folgentitel schreiben. Irgendwas mit Stöhnen. Da war einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Komm, die Partie kriegen wir über die Zeit. Komm, 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 komm. Ah, Mist. Oder doch nicht Mist? Doch Mist. Einfach nur noch Raushauerei bei mir. Ich will diesen dreckigen Sieg. Oh, wenn der wechselt. Oh, Tigo ist fast tot. Ja. Gustavo bleibt drauf. Trash rein. Peresic geht raus, wegen kommt Berinho. Und raus. Oh, der kommt sogar an. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Komm, Schiedsrichter, pfeift ab, wenn er bei einer Mittellinie ist. Und raus. Ja! Ja! Das ist der Aufstieg. Das ist der Aufstieg. Ja. Schön. Gucken wir uns das noch an. Ja, das tun wir auf jeden Fall. Ja. Jetzt kann ich in Ruhe schlafen gehen. Beziehungsweise erst schneiden, dann schlafen gehen. Da haben wir die 16 Punkte. Noch 2 Spiele. Wir holen uns auch noch den Titel. Ich versuch's zumindest. Aber das werden wir in der nächsten Folge erst sehen von Let's Play FIFA 14. Online-Saisons. Ja. Stehe ich auf eine schlaue Scheiße. Ja, das werden wir in der nächsten Folge von FIFA 14 Online-Saison sehen. Ich freue mich drauf. Macht's gut, euer Heinzelmann. Ciao.